Hallo, hier ist Natalia von stampikerblogspot.com. Heute möchte ich euch zeigen, wie man die Einstellungen bei Silhouette Designer Studio von Inch auf Zentimeter umstellt und wie man ein bisschen mit Design von dem Programm spielen kann. Wenn wir eine Form zum Beispiel hier im Programm haben und die anklicken, dann können wir die Abmessungen sehen und normalerweise sind die in Inch eingestellt, standardmäßig. Das können wir auf Zentimeter oder Millimeter ändern, indem wir hier links auf die Datei gehen und dann nach unten in Voreinstellungen. Hier können wir als Einheiten Millimeter, Zentimeter, Meter, Fuß und Zoll auswählen. Dann klicken wir hier einfach auf Zentimeter an. Und hier unten können wir noch an- oder ausmachen, ob wir die Abmessungen sehen möchten. Ich lasse das auf an. Das ist für mich besser so. Und dann hier können wir noch auf die Allgemein gehen und die Sprache auswählen, falls bestimmte andere Sprache gewünscht ist. Und dann hier Check for Updates habe ich hier wöchentlich stehen. Früher habe ich das auf täglich gehabt und das ist eigentlich schon ein bisschen nervend, wenn Silhouette Studio jeden Tag nach Update sucht. Das dauert dann halt einen Moment. Deshalb stehe ich das auf öffentlich, wöchentlich. Es ist schon nervig, wenn dann Silhouette Studio jeden Tag beim Hochfahren auf die Update sucht. Deswegen habe ich das auf wöchentlich gestellt. Und wenn wir alle Einstellungen so haben, wie es möchten, dann gehen wir auf OK und dann wird es geändert. So, dann löschen wir. Da können wir schon sehen, das Programm automatisch jetzt schon auf die Zentimeter umgestellt hat. Rechts im Ecke unten haben wir so schöne bunte Kreis. Wenn wir den anklicken, dann können wir sehen, je nachdem, welche Farbe wir treffen, dann ändert sich die Farbe von unserem Silhouette Studio. Hier können Sie so lange rumspielen, bis Sie die gewünschte Farbe haben. Und noch, wenn Sie auf diesen Kreis dann draufgehen und mit linker Maustaste draufklicken, dann sehen wir hier weiße Hintergrund kann man auch einstellen und grauer Hintergrund. Bei mir steht das jetzt auf grau. Es handelt sich hier um diese graue Fläche rund um unsere sozusagen Schneidefläche. Wenn wir das auf weiß umstellen, sehen wir, dass es weiß ist. Für mich ist es viel zu weiß. Deswegen gehe ich zurück auf grauer. Und hier müssen Sie nur anklicken, dann speichert das Programm automatisch alles. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.